Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Campsite Kitchen. Wir sind hier in der Nähe vom wunderschönen Pulsnitz an einem kleinen Stausee. Und heute gibt es Mac and Cheese mit Brokkoli. Geht fix. Vielleicht schaffe ich es noch, bevor die Sonne untergeht. Hier sieht man direkt alles, was wir brauchen. Eine Packung Nudeln, eurer Wahl. Dann Käse, bisschen Mehl, Milch und Butter. Und als Add-on habe ich hier noch den Brokkoli. Einfach um noch ein bisschen Geschmack reinzubringen. Hier bringe ich schon langsam Wasser zum Kochen für die Nudeln. Und dann braucht man noch eine große Pfanne, wo am Ende alles zusammen reinpasst. Und jetzt werde ich alles soweit vorbereiten, sprich den Käse reiben und den Brokkoli in Stücke schneiden, dass sobald die Nudeln ins Wasser kommen, kann man anfangen, die Soße zu machen. So, auf der anderen Seite werde ich jetzt den Brokkoli schon mal ein bisschen andünsten. Hier drüben kocht es. Der Brokkoli kann raus. Hier drüben können die Nudeln rein. Und jetzt kann man hier anfangen mit der Soße. Und das muss jetzt fix gehen, weil die Nudeln brauchen nur 7 Minuten. Jetzt nimmt man ein gutes Stück Butter, schmilzt es in der Pfanne, ungefähr 2 Esslöffel. Dann kommt in die Butter ungefähr die gleiche Menge an Mehl und dann muss man aber direkt rühren. Bis es braun wird und dann mit Milch ablöschen. Jetzt kommt die Milch dazu. Jetzt darf das Ganze hier kurz aufköcheln und dann kommt der Käse dazu. Wenn es einem zu dick wird, kann man immer noch einen Schluck Milch hinzugeben. Und sobald die Nudeln danach al dente sind, kommen die rein und dann kommt noch der Brokkoli rein und dann ist es fertig. So, jetzt sind die Nudeln dann gleich soweit. Brokkoli rein, salzen und noch ein bisschen Pfeffer. Und jetzt bringe ich noch die Nudeln rüber. Dafür nehme ich hier so eine Schaumkelle, damit auch ein bisschen Wasser noch mitkommt. So, ein letztes Mal alles vermengen, dann noch ein bisschen einköcheln lassen und dann ist es ready. Jetzt wird angerichtet. Garniert und jetzt gleichzeitig zum Sonnenuntergang wird probiert. Schmeckt einfach gut. Kocht gerne nach, lasst euch schmecken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. In der nächsten Folge Campsite Kitchen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und kein weiteres Video mehr verpassen. Haut rein!